So, Zivilistenrettung Teil 3 oder so. Jawohl! Alles in Ordnung und jetzt los! Wir holen uns einfach alle. Endlich! Bestätigt, Überwachung läuft! Gedankenkontrolle ist schon irgendwie lustig. Geht in Ordnung. Na los, zeigt euch. Ach, durchs Fenster. Passt auf, wo ihr hintretet. Pass auf, wo wir hinschießen. Hier steht noch. Trifft, glaube ich, eher. Target eliminated. Zivilisten hätten auch getroffen werden können. Wenn der Schrotflinte durch die Wand blind schießen. Hallo? Passiert noch was? Ah, es geht weiter. I'm on it. Bestätigt. Mehrere Zivilisten wurden in Sicherheit gebracht. On Overwatch. Ich glaube auch, es sind noch irgendwo Eier unterwegs. Hey! Achso, er rennt vor meinen Dings weg. Ja, toll. Angst vor Advent. Super. Los geht's! Hier. Wird schon nichts passieren. So, wo ist der letzte? Biete Feuerschutz. So, einen weiß ich. Ah, gut, da hinten rechts. Da geht dann Chilonga hin. Verstanden, rück ab. Nicht ohne Feldposten. Das kann ja auch sein, dass irgendwo geht nichts. Gleich so ein Viech dann auftaucht. Und ab geht's! Rolling out! So, den holen wir also auch noch. Und sind wir durch. Bald. Ausgezeichnete Arbeit, Commander. Sie haben die Zivilisten aus dem Kampfgebiet gebracht. Ah, da ist er. Der letzte wahrscheinlich, oder der letzte. Und er stirbt. Da kommt jetzt noch einer. Und der rennt auch in sein Verderben. X-Ray neutralized. Das war's. Menes 1-5, Status bestätigt. Wir orten keine weiteren Kontakte mehr. Das Einsatzgebiet ist gesichert. Menes 1-5, Status bestätigt. Mission erfüllt. Sehr gut. Wenn mir das Bild immer gut gefällt, dann nehme ich es auch direkt. Ah, sehr gut. Den Beta funktioniert auch. Auch wenn unsere Friedenshüter heute in einen Hinterhalt radikaler Elemente gerieten, muss ihr Werk weitergehen. Wir werden nicht ruhen, bis die Wildnis jenseits unserer Grenzen befriedet ist. Immerhin können die Auserwählten ausgeschaltet werden. Hey. Nun, vorübergehend. Viking kriegt eine Beförderung. Und ist jetzt damit Colonel. Und kriegt Sensenmann. Elf gerettete Zivilisten. Beeindruckend, Commander. Sie haben meine hohen Erwartungen bei weitem übertroffen.
einfach mal richtig viel Regionseinnahmen bekommen. So funktioniert das. So, hier will ich mal ein Funkgerät. Setze Kurs auf Sektor 10, die östliche USA. Es dauert nur einen Tag. Der ist wahrscheinlich jetzt schon um, wenn ich da ankomme. Das nächste Mal mache ich es Ihnen nicht so leicht. Das glaube ich dir. Höre sie laut und deutlich. Sehr gut. Den holen wir jetzt noch ein. Setze Kurs auf Sektor 9. Ich meine, das um die Bonis zu kriegen. USA. Die PKs werden dann, PKSs werden dann erhöht hier. Oh. Nur noch ein Fortschritt. Wenn die schon wieder es geschafft haben. Unsere Leute scheinen gut zusammenzuarbeiten, Commander. Gut, was nehmen wir jetzt? Wir können Informationen sammeln, das ist nie verkehrt. Wir können dann einen Soldat auf eine Beförderung bringen. Würde ich gerne dem Delta-Team zuschreiben. Packen wir auch noch Wissenschaftler oben drauf, um die Verwundung aufzuheben. Würde ich sagen, kriege ich tatsächlich Luc Messier. Warum hat er hier immer noch seinen... Der hat seinen Namen hier gar nicht. Okay, dann kriegt er... Gut. Halt Lieutenant, ne? Nehmen wir den und Mustang, dann passt das. Ich komme so selten dran. Wir arbeiten Hand in Hand mit unserem neuen Verbündeten. So, kriege ich jetzt endlich mal die Munition hier? Endlich. Schreddersturmkanone. Kenne ich allerdings schon. Die Rehabilitation, das habe ich schon. Die hatte auch eine ätzende Eigenschaft, glaube ich, gehabt. Oh. Sehr schön. Das Psylapor können wir eigentlich deaktivieren, das brauchen wir bald eigentlich gar nicht mehr. Gegen die Ältesten sind wir immer siegreich. Nicht schlecht. Gut. Das ging schnell. Ja, Vorräte. Nehmen wir mal einen Einrichtungshinweis, damit wir halt den Avatar-Fortschritt noch mehr verringern können. Oh, Cape ist echt lange verwundet. Ja gut, hier ist ja auch knapp aus dem Tod entkommen. Wir haben ein Problem. Diesen, ich brauche einen, der etwas höher levelig ist. Gut, dann nehme ich jetzt einen. Aus dem Alpha-Team, weil die brauchen wir im Moment nicht. Kriegt außerdem meine Gesundheit mehr. Verstanden, Commander. Meine Anhänger werden die Unterstützung durch ihre Soldaten zu schätzen wissen. So,
Also da dann zeigen, da hat einer eine Beförderung. Quatsch. Ja, befördern. Sie haben sich schon zu lange auf die Schöpfungen der Ältesten verlassen, um ihren dürftigen Widerstand zu betreiben. Jetzt werden sie von ihnen im Stich gelassen. Ein Mannschaftsmitglied wurde während des auserwählten Angriffs auf die Avenger verletzt und wird für einige Zeit nicht einsatzfähig sein. Ingenieur. Commander, wir müssen auf die Sabotageversuche der Auserwählten aufpassen. Wir haben keine Zeit zu verlieren. Es ging auf die Energieversorgung. Das macht aber nichts. Ich habe genug Energie dafür. Das war nicht so schlimm. Hey, noch ein Drachengeschoss. Und da haben wir Guerilla-Einsätze. Können wir Wissenschaftler kriegen? Das interessiert mich nicht. Bauprojekte, egal. 6 Wochen lang geschlossen. Naja, das ist lang. Das mit dem Setze Kurs auf Sektor 8, Mexiko. Da brauchen wir wieder ein starkes Team. So, und fertig ist es. Und ihr seht, mal was ganz anderes. Die kriegen beide die Roboter mit, Margrave und Spark 02. Sky Ranger eingesetzt. Grünes Licht für Teameinsatz. Als Großfeuerunterstützung, und das ist das Gamma Team. Halt den einen aus Omega und den anderen aus Sigma. Das Team Schwarz und Team Weiß. So wird Team Grün offiziell. Unsere Messungen zeigen, dass Advent eine Art Psi-Transmitter in diesem Gebiet in Betrieb genommen hat. Da sie wohl annehmen, dass noch niemand davon weiß, ist er sicher nicht gut bewacht. Wenn wir ihn schnell ausschalten, stören wir damit die gesamten Advent-Operationen in der Region. Advent hat einen Psi-Transmitter errichtet, der direkt in ihr primäres Netzwerk eingebunden ist. Unserer Aufklärung nach würde seine Zerstörung auch die verbundenen Systeme schwer beschädigen. Platzieren Sie die Sprengsätze, bevor Sie den Stecker ziehen können. Die Waldfee. Bestätigt. Direkt Andromedon und Archon. Viel in Reichweite. Unsere Messungen lassen vermuten, dass dieses Relais Energie direkt in Ihr Netzwerk speist. Wenn wir es zerstören, könnte das ihre Pläne zur Trennung des Transmitters verzögern. Wo ist denn der? Weiter weg, ne? Wie wär's? Mach doch mal einen Sprung dahin. Lieber nicht. Bestätigt. Rücke aus. Und die werden trotzdem Panik kriegen, wenn sie dir sehen. Begebe mich zum Ziel. Bin unterwegs. Was für ein universeller Hinterhalt.
Puff. Gut gemacht. Die Netzwerktrennung wurde wie erhofft vorübergehend verschoben. Können wir ein bisschen Vorteil. Bonusaktion, schön. Wie viele habe ich schon getötet? Ich sollte bald mal nachladen. Ja. Muss besser zielen. Aber vielleicht nicht sinnvoll. Minimaler Rüstungsdurchschlag. In der Runde so viel Schaden verursachen. Ziel verfehlt. Sie laufen weg. Höre ich da etwa Hass? Sie sind in Bewegung! Von den Weißmann! Oh. Der Feind bewegt sich! Sie flankieren uns! Glaube ich, bewege mich mal weg mit hier. Den auch schön treffen. Das kann ruhig dein Kill sein. Erfasstes Ziel ausgeschaltet. Jetzt komme ich. So, jetzt müssen wir auch weiter. Bewege mich zur Schussposition. Och Gott, kann er weit laufen. Damit habe ich nicht gerechnet. Geht in Ordnung. Weg. Ich hab ihn erwischt, oder?